Hallo und willkommen bei Steckenpferd. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie immer geht es in unserer Sendung um außergewöhnliche Menschen, Passionen und Berufe. Diesmal waren unser Team und Horst in der Natur unterwegs und haben Wald und Wiese erkundet. Nur wenige kennen die Natur so gut wie die Förster. Sie beschäftigen sich in ihrem Arbeitsalltag sehr viel mit den Pflanzen und Tieren im Wald. Ein Oberförster aus Niederösterreich hat seine Leidenschaft mit in die Pension genommen und zu einem außergewöhnlichen Hobby gemacht. In Rudolf Peschels Haus befinden sich viele Vögel. Doch nicht jeder davon war früher lebendig. Der pensionierte Oberförster schnitzt wahrheitsgetreue Vögel aus Holz. Begonnen hat er damit, als ihm vor einigen Jahren die Fingerspitzen taub wurden. Und mit Elektrotherapie sind sie dann wieder zum Leben erwacht. Und da ist mir geraten worden, ich soll ein bisschen Klavier spielen oder schnitzen, jedenfalls viel mit den Händen zu machen. Und ich habe mich auf Schnitzen konzentriert. Seine ersten Werke waren zunächst sogenannte Schilder für Wildschweine oder Rehe. Das wurde ihm nach einiger Zeit aber zu eintönig. Und dann habe ich vor 6 Jahren Vogelschnitzen angefangen. Und seitdem habe ich Vogelschnitzen. Seither schnitzt Rudolf Peschel um die 300 Vögel im Jahr. Das Schnitzen eines Vogels funktioniert folgendermaßen. Man nimmt den Rolling, dann zeigt man sich die Vögel vor. Dann schneidet man sie mit der Bandsäge grob aus, dann schauen sie so aus. Und dann werden sie weiterbearbeitet. Zur Weiterverarbeitung werden spezielle Schnittmesser verwendet, die verschieden große Klingen haben. Bei diesen ganz kleinen Vögeln da, man kann die in der Hand nicht halten. So, da beim Ausschneiden lässt man den Schwanz so lang, dass man das eben bearbeiten kann. Und erst ganz am Schluss wird das dann auf die Länge abgeschnitten. Danach werden die Vögel bemalt, mit Kristallaugen versehen und auf Baumschwämmen oder anderen Hölzern angebracht. Seine Vögel können bei seiner Ausstellung im Wildpark Ernstbrunn in Niederösterreich bewundert und erworben werden. Lebendige Tiere wie Dachse, Füchse und Biber kann man in Wien mitten in der Stadt beobachten. Warum sich die Tiere hier so wohlfühlen, erzählt uns der Wildbiologe Richard Zink. Ein Dachs vor der eigenen Haustür. Immer mehr Wildtiere finden in Großstädten wie Wien einen neuen Lebensraum. Wildtierexperte Richard Zink weiß warum. Wir müssen bedenken, dass Großstädte an Fläche ständig zunehmen und Wildtiere in ihrem ursprünglichen Lebensraum eigentlich zurückgedrängt werden. Dementsprechend haben sich auch Wildtiere begonnen anzupassen und erobern sozusagen den urbanen, den städtischen Raum. Das betrifft jetzt insbesondere die Säugetiere. Denken wir da an die Rehe, an die Hasen, an die Wildkaninchen, an die Füchse, an die Dachse, also eine ganze Vielzahl von Tieren. Und diese Tiere hinterlassen überall ihre Spuren. Ja, also da sieht man jetzt ganz offensichtlich, ist eine Dachsfamilie da am Schaffen. Ziemlich viel Erde ausgeworfen, die sind schon länger da. Wildtiere direkt anzutreffen ist eher unwahrscheinlich. Wenn man die Augen offen hält, findet man aber häufig ihre Hinterlassenschaften. Das kann Kot sein, das kann wie bei einem Vogel eine Feder sein. Wir haben hier eine Habichtskauzfeder von so einem seltenen, wieder angesiedelten Habichtskauz. Oder es sind eben die Trittsiegel von Fuchsen, Dachsen in einem Gartenbeet. Wer selbst eine Wildtierbeobachtung macht, kann diese auf stadtwildtiere.at melden. Das Schöne ist, dass die Beobachter oder Beobachterinnen dort auch ihre eigene Wohnadresse beispielsweise eingeben können und dann suchen können, welche Wildtiere in ihrem eigenen Umfeld schon beobachtet wurden. So kann jeder etwas zur Artenvielfalt im städtischen Raum beitragen. Neben der vielfältigen Tierwelt und den grünen Parks hat Wien auch einige blaue Gewässer zu bieten. Der Donaukanal zieht das ganze Jahr über Touristen an, die die Stadt vom Schiff aus erkunden. Eine zentrale Rolle spielen die Schiffskapitäne. Wir haben uns angesehen, wie der Alltag eines Donaukapitäns aussieht. Am Donaukanal sind die Blue Danube-Schiffe 365 Tage im Jahr im Einsatz. Einer der 15 Kapitäne ist Matthias Christa. Er erzählt, was seinen Beruf ausmacht. Grundsätzlich als Kapitän, als Schiffsführer ist man halt für die Sicherheit an Bord zuständig. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass es den Passagieren gut geht, dass alles in Ordnung ist. Verteile die Aufgaben für meine Besatzung. Das heißt, das gehört auch dazu, dass ich darauf achte, dass natürlich dass an Bord Sauberkeit und Ordnung vorhanden ist. Aber natürlich hat der Kapitän auch das Steuerrad in der Hand und bringt Touristen aus aller Welt mit einem Tempo von bis zu 16 km/h über den Donaukanal. Da kann schon mal etwas Ungewöhnliches passieren.
Zum Beispiel letztes Jahr habe ich den Vorfall gehabt, dass ich auf der Donau draußen einen Ertrinkenden gerettet habe mit dem Schiff. Das sind halt dann spezielle Momente, sage ich mal, wo man richtig reagieren muss und zusammen im Team arbeiten muss mit seiner Mannschaft. Um solchen Situationen gewappnet zu sein, muss ein Kapitänsanwärter viele Praxistage absolvieren. Besondere Manöver machen den Beruf aber aus. Das Schönste an meinem Beruf ist, glaube ich, die Abwechslung. Also es ist halt jeden Tag immer wieder was anderes. Ständig neue Leute, ständig neue Situationen. Und es ist halt eigentlich jeden Tag eine Herausforderung aufs Neue. Selbst die Schifffahrt im ruhigen Donaukanal ist also ein richtiges Abenteuer. Ein Abenteuer hat auch unsere Reporterin Helene erlebt. Sie hat ausprobiert, wie man sich selbst und seinen Lebensraum von negativen Energien befreit, und zwar mit Ausräuchern. Ich bin heute bei der Humanenergetikerin Sonja Winkler, die mir zeigen wird, wie man Räume von negativen Energien befreien kann, und zwar durch Ausräuchern. Ja, wie funktioniert das denn eigentlich? Du Helene, weißt was? Komm einfach rein und ich zeig's dir. In ihrer Praxis hält Sonja Winkler regelmäßig Workshops ab, bei denen sie zeigt, wie man richtig ausräuchert und welche unterschiedlichen Möglichkeiten es dabei gibt. Ich kann auch Kräuter direkt in ein Gefäß geben, so wie Salbei, brennt wunderbar auch ohne Räucherkohle. Ja. Wenn ich natürlich mit Räucherkohle dann arbeite, ist angebracht, man hat ein dementsprechendes Gefäß. Ja. Muss jetzt nicht extra ein Räuchergefäß sein, kann ja eine Bratpfanne nehmen. Ja, halt nur aufpassen mit dem Griff, dass der nicht zu heiß wird, weil ich soll sie in der Hand halten können. Dann brauche ich auch einen Sand, ja, wo ich die Räucherkohle rauflege. Und dann natürlich Kräuter. Zu Beginn fasst man die Räucherkohle mit einer Zange an, um sie mit dem Feuerzeug zu erhitzen. Nach ein paar Minuten legt man die Räucherkohle in den Sand und wartet ab, bis sie sich verfärbt. Eben, wenn das so weiß ist, ja, dann ist das wirklich schon das richtige Zeichen, dass das perfekt ist. Okay. Das heißt, du kannst jetzt schon langsam dann wappnen mit dem kleinen Löffel. Mhm. Und kannst da nachher schon ein bisschen von dem raufgeben. Im ersten Schritt des Räucherrituals sollen Kräuter helfen, negative Energien zu vertreiben. Je nach Anlass gibt es unterschiedliche Kräutermischungen. Welche man wählt, hängt aber auch vom persönlichen Geschmack ab. Sobald die Kräuter auf der glühenden Kohle liegen, kommt es zur Rauchentwicklung und es kann mit dem Ritual begonnen werden. Dazu geht man gegen den Uhrzeigersinn durch den Raum. Mit einer Feder kann man den Rauch im ganzen Zimmer verteilen. In Gedanken stellt man sich dabei vor, wovon man den Raum befreien möchte. Anschließend muss gelüftet werden, um die negativen Energien gänzlich loszuwerden. Der nächste Schritt ist dann zu schauen, dass man den Schutz aufbaut, ja, und die positive Energie verstärkt. Dazu verwendet man aber keine Kräuter, sondern Weihrauch. Die Körner werden wieder auf die Kohle gelegt. Dann geht man noch einmal durch den Raum, aber diesmal im Uhrzeigersinn. Mit diesem Ritual folgt man einer jahrtausendealten Tradition, um Orte von negativen Energien zu befreien und anschließend mit positiven Energien anzureichern. Ja, unsere Reporter lernen immer wieder nützliche Dinge. Bei der nächsten Aufgabe wart aber ihr gefragt. Ein weiteres Mal haben wir uns auf die Straßen Wiens begeben und gefragt, was denn dieses Teil hier wohl sein könnte. Was könnte denn das sein? Ein Fernrohr? Nein. Fernrohr? Nein. Wasserwaage. Es ist sicher ein Notenständer oder irgendwas, was man aufschrauben kann. Keine Ahnung. Du nochmal, das kann man. Ausziehen kann man das auch. Dass der, wie man den Käse so raus, den Emmental, ja. Da steckt man in den Käse rein. Das ist irgendwie so chinesisches Besteck. Damit die Pflanzen so wachsen oder? Nein. Gesteck das einmal zusammen. Wo eine? Das ist ein Stativ. Na, weißt du, das ist da mit dem Ahornsirup. Kleiner? Zu schauen, wie alt der Baum ist oder so. Also mehr an Scheiß. Nein. Kein Scheiß, das war nämlich schon die richtige Antwort. Wir haben uns trotzdem bei einem Profi erkundigt, wie genau man denn dieses mysteriöse Werkzeug wirklich einsetzt. Zweimal im Leben eines Baumes sollte dieser auf sein Alter und Krankheiten überprüft werden.
Dies machen Forstwirte mit einem Zuwachsborder. Martin Donal erklärt, wie der Border funktioniert. Da alles relativ praktikabel sein muss und auch klein zusammengepackt sein sollte, weil muss man ja einen Berg raufgehen oder sonst wohin das Teil mitschleppen, ist es im Originalzustand so zusammengebaut. Dann kann man das Ding aufschrauben. Dann holt man aus dem Ganzen den Bohrer raus, wenn er kommen will. So, steckt das Ganze in den Griff hinein, arretiert es und fertig ist der Bohrer. Und wenn man dann den Baum hineingebohrt hat, führt man die Zunge ein und zieht den Bohrkern wieder heraus und hat dann das Endergebnis, den Bohrkern aus dem Baum. Der Baum verschließt das Bohrloch danach mit seinem Harz. Der T-förmige Zuwachsbohrer kommt seit dem 19. Jahrhundert zum Einsatz und ist bis heute ein zuverlässiges Werkzeug zur Bestimmung des Alters von Bäumen. Von der Pflanzenwelt wechseln wir jetzt noch einmal in die Tierwelt und auch gleich zur Kulinarik. Viele Leute mögen Trüffel, doch nur wenige können sich die Pilze regelmäßig leisten, da sie in der Natur nur selten vorkommen und daher teuer sind. Trüffel können aber auch gezüchtet werden. Wie? Das seht ihr hier. Um zur Trüffelplantage in Einöd zu kommen, benötigt man ein Geländefahrzeug. Durch Wald und Wiesen fährt man vom ohnehin schon abgelegenen Einöd noch einige Minuten Hügel hinauf zu den Trüffelbäumen. Toni Pla ist Trüffelanbauberater und hat eine neue Zuchtmethode gefunden, das sogenannte Trüffelimpfen. Mein Geschäftskollege ist Wissenschaftler, Mykologe und hat für unsere Firma eine Infizierungsmethode entwickelt, um bestimmte Bäume mit bestimmten Pilzen zu infizieren. Prinzipiell kann jeder Baum geimpft werden. Um 30 Jahre lang Trüffel ernten zu können, reicht eine einmalige Impfung aus. Ab dem Moment, wo ein Trüffelbaum gesetzt wird, es dauert dann 5 bis 8 Jahre, bis die ersten Trüffel kommen. Die meisten Trüffel wachsen unterirdisch. Um die Trüffel finden zu können, benötigt Pla Hilfe von seinem Trüffelhund Petuna. Und der Hund ist da, damit wir die Trüffel finden eigentlich. Der Hund sollte ganz genau zeigen, wo die Trüffel ist. Und dann graben wir vorsichtig nach, ohne das Wurzelsystem zu verletzen. Theoretisch kann jeder Hund zum Trüffelsuchhund ausgebildet werden. Wichtig ist nur, dass man so früh wie möglich mit der Ausbildung beginnt. Ob es schon mal vorkommt, dass der Hund die Trüffel isst? Es kann passieren, aber ist aber selten. Wäre auch schade drum. 1 Kilo Trüffel kostet nämlich etwa 500 Euro. Wie genau das Impfen funktioniert, hat uns Herr Pla leider nicht verraten. Das ist nämlich ein Betriebsgeheimnis. Ja, damit ist unsere Sendung auch schon am Ende angelangt. Vergesst nicht, auf unserer Facebook-Seite Steckenpferd vorbeizuschauen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.